Salut Christoph, ihr habt ja in Elk ein Schulheim. Was bedeutet das für deine Gemeinde? Ja, das bedeutet natürlich mal, dass sicher ein paar schwierige Jugendliche in der Gemeinde sind. Ich muss aber sagen, die sind gut betreut, das haben wir im Griff. Aber was mich stört, ist, dass von einzelnen Kindern, die von anderen Gemeinden kommen, da die Gemeinde Elk muss die Schulkosten übernehmen. Könnt ihr euch dann dagegen wehren, wenn jetzt ein Schüler zu euch zugeteilt wird? Nein, die Zuteilungen die macht der Kanton. Wir können dann nur noch zahlen, nämlich bei Schülern, die nicht die interne Schule besuchen im Schulheim, sondern bei uns in die Volksschule gehen. Und da zahlen wir ein Schulgeld. Und bei ein paar Schülern macht das schnell einmal ein Steuerprozent aus. Darum habe ich die Motion eingereicht, die heute im Kanton von allen anderen Parteien einfach so mit links schnell versenkt worden ist. Kurzum, Standortgemeinden von solchen Schulheimen, die tragen Kosten, die der Allgemeinheit zugutekommt, also allen Gemeinden im Kanton, aber kommen dafür eigentlich nichts über. Ist das so korrekt? Genau so ist es. Und da hätte ich doch von anderen Parteien ein bisschen mehr Solidarität erwartet. Aber ich hatte das Gefühl, die haben sich gar nicht recht auf das einlassen, gar nicht recht mit dieser Materie befasst. Danke.